Herzlichen Dank, Herr Selgrad, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommen im Namen der ARA AG. Thema Urban Mining, der erste Reflex war, wow, jetzt kann ich endlich sagen, der Rohstoff liegt auf der Straße. Und wir brauchen ihn aufzuheben und wir machen das sehr, sehr dicht. Wir konzentrieren uns derzeit einmal auf die noch relativ schnell drehenden Teile dieses Marktes. Das sind diese 160.000 Tonnen, das sind unsere Waschmaschinen, Fernseher, Computer etc. Über unsere Sammel- und Verwertungssysteme werden etwa die Hälfte von dem wieder eingesammelt. Wir sammeln aber natürlich nicht jene Geräte, die heuer im Verkehr gesetzt werden, sondern das sind jene, die vor 10 Jahren, 15 Jahren, vor 5 Jahren verkauft worden sind. Das heißt, der Markt war damals noch etwas kleiner, also es gibt gewisse Mengen, die wir gar nicht sammeln können. Sie kennen vielleicht alle, es gab schon einige Vereinbarungen auf freiwilliger Basis, Nachhaltigkeitsagenda der Getränkeindustrie, wo man sich grundsätzlich einmal zum Aufbau eines Bottle-to-Bottle-Recyclings entschieden hat. Das alles eigentlich vor dem Hintergrund und vor der Rahmenbedingung, dass es ja immer, also man kann ganz generell sagen, die Getränkeverpackung war ja immer ein sehr emotionales Thema. Es ist immer im Mittelpunkt der Diskussionen gestanden. Auf der einen Seite die Wegwerfverpackung, auf der anderen Seite die wiederbefüllbare Verpackung und jeder hat jetzt seine Ausprägungen dazu gehabt. Es gab dann internationale Studien, die eben belegt haben, dass es nicht so eindeutig ist und dass im Gegenteil, wenn hier Einwegverpackungen in einem sinnvollen Bottle-to-Bottle-Kreislauf geführt werden, sogar die Wirkungen gleich, wenn nicht sogar in manchen Wirkungskategorien sogar etwas besser abschneiden als die Glas-Mehrwegverpackung. Am Ende des Tages entscheidet immer der Konsument, welche Verpackung wir anbieten. Unser Ziel ist es als Getränkehersteller und Abfüller, dass wir den Konsumenten in Armeslänge unsere Produkte anbieten können. Das ist der interne Slogan, in der Packung, die sie wünschen. Und da zeigen sie uns ganz klar, was sie wollen. Und sie wollen einfach eine Packung, die leicht ist, die einfach zu transportieren ist. Und wir machen sie ist auch bruchsicher, das muss man auch dazu sagen, auch ein wesentlicher Faktor. Und wir machen sie ihnen einfach. Wir haben so ein tolles Recycling-System in Österreich. Die Flasche wird dann zusammengeknickt und in der gelben Tonne, dem gelben Sack entsorgt. Anfang der 90er Jahre gab es ja außer Deponie und ein bisschen Kübel ausleeren, gab es ja in der Branche nichts. Ja? Und das ist auch ziemlich zusammengefallen mit der Gründung der ARA, der Entwicklung der Sammelsysteme. Das hat sich alles in diesen gut 20 Jahren entwickelt. Das erste nationale Abfallgesetz ist ja erst 91 gekommen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also da hat sich unglaublich viel getan. Und ich glaube, man kann eines feststellen, dass Österreich in diesen gut 20 Jahren Innovationsführer war. Wir wollen uns das nächste Mal bei einer der nächsten Runden dieses Formats damit beschäftigen, was brauchen wir denn als Rahmen, als Rechtsrahmen, damit das funktioniert, was wir uns alle wünschen, dass wir Ressourceneffizienz steigern, dass wir unsere Abfälle besser verwerten, dass wir Abfälle minimieren. Das wird das Thema sein, wenn wir auch schauen, Vertreter des Lebensministeriums zu uns einzuladen. Danke nochmal.